Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ach ja, wir sollen es hier hochfahren. Im letzten Part haben wir diese Mission angefangen. Wir sind anscheinend auf irgendeiner Treibstoff-Depot-Dingsbums, da wo wir auch immer für unser Schiff tanken, was wohl scheinbar abgeschnitten ist und wichtig für die Flotte ist. Ich habe gerade mal nochmal den Logbucheintrag gelesen. Und wir sind hier, um den wieder in Betrieb zu setzen. Und ich muss gleich mal sagen, ich habe noch mal ein bisschen wegen Sound geguckt. Ich habe jetzt den Spielsound ein bisschen leiser gedreht, nochmal. Da in den letzten Parts es eben doch noch ziemlich laut war, wenn ich geschossen habe und so. Und außerdem habe ich den Pegel meines Mikrofons nochmal wieder ein bisschen lauter gestellt. Wie gesagt, ich muss erstmal rausfinden, wie das sich so alles perfekt anhört, nicht wahr? Deswegen kann es sein, dass gerade in den nächsten Parts nochmal ein bisschen rumexperimentiert wird. Aber naja. So. Reaktor vollständig hochgefahren und betriebsbereit, Commander. Aha. Ich finde das ja gerade merkwürdig. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen mich ausgehustet vor der Folge. Und irgendwie ist meine Stimme total kratzig gerade. Naja. Soll mir recht sein. So. Haben wir sie einmal wieder aktiviert oder was ist hier los? Sag mal was, Riley. Commander, Sie haben uns gerettet. Mein Team steht in Ihrer Schuld. Toll. Ups. Ist eben voll rangezoomt geblieben. Danken Sie, Tali. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Das war's jetzt und wir können wieder zurück, oder was? Sag mal, Garrus, dürfen wir jetzt einfach wieder zurück? Gute Arbeit. Machen Sie Meldung bei den Shuttles. Jo. Okay. Dann ist ja alles gut. Oh. Errungenschaft. Wieder. Gute Arbeit da unten, Shepard. Ohne das Depot wäre der gesamte Kriegsschauplatz gefährdet. Wie stehen die Chancen, dass die Reaper zurückkommen? Eine Einsatztruppe wird die Anlage betreiben und verteidigen. Wenn die Reaper kommen, sind wir bereit. Ich habe Captain Rileys Bericht gelesen. Sie hätte es ohne sie nicht geschafft. Ich habe gerne geholfen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Hackett Ende. Ah, ja. Ist interessant. Wir haben sau viel Geld. Ich muss aber nochmal gucken, was ich so am besten ausrüste. Genau, das können wir jetzt ja erstmal machen. Wir müssen jetzt wieder sowieso unsere Prioritätsmission machen. Ich glaube, ich gehe vorher mal meine ganzen Waffen upgraden. Das ist eine gute Idee. Cerberus war eine Weile lang ziemlich beliebt. Sie haben die Kollektoren bekämpft, während der Rat nur Däumchen gedreht hat. Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt muss ich gerade nur gucken, wo das nochmal war. Was beim... Ne, hier wohl, ne? Waffenkammer steht da. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hier war. Ja. 35 Marco immer geliebt. Der hat Herz, wissen Sie. Ach, was? Der M44 Hammer ist ihm weit überlegen. Blödsinn, das Ding ist doch aus Seidenpapier. Der Marco kann wenigstens ein paar Treffer einstecken. Das muss er auch. Das Ding ist so manövrierbar wie ein besoffenes Nashorn. Überhaupt keine Wendigkeit. Eher wie ein Bulle, der tagelang voranstürmen kann. Aber auch nur wegen seiner dämlichen vertikalen Masseneffektfelder. Springen oder stecken bleiben. Kein Tempo, keine Bewegung zur Seite. Wer muss sich mit so einem Geschütz schon bewegen? Wenn Sie das wollen, können Sie doch gleich den alten M29 Grizzly nehmen. Ey, ich liebe diesen Panzer. Dass Sie kuschelige Bären mögen, passt ganz vortrefflich zu Ihnen, Mr. Vega. Was ist daran so lustig? Ah, dann nimmt sie das Spiel erstmal selbst auf die Schippe, ey. Ist ja geil. Weil, naja, in Mass Effect 1 war der Marco ja mal ein bisschen verhasst. Und er ließ sich ja total scheiße steuern und da hat sich das Spiel aber gerade mal selbst auf den Arm genommen. Ah, schön, dass es sowas gibt. So, das können wir eigentlich alles so lassen. Glaube ich mal. Würde ich mal behaupten. Wer hat hier überhaupt gerade geredet? Die beiden da, oder was? Was ist denn für Trottel? Hier ist eine Frau. Wer hat neben geredet? Fragen über Fragen. Die sich nicht beantworten lassen. Da können wir eigentlich mal... Was ist denn das nochmal? Hä? Toll, Mods, die kann ich doch auch da kaufen. Verstehe nicht. Ja gut. Wollen wir mal schauen, was wir so haben.
guck eigentlich gerade mal. Okay. Ich glaube, mache ich das mal rein. Was war jetzt? Zielfernrohr 2. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit den Zahlen da ist. Da gibt es ja immer so verschiedene Zahlen. Ob die jetzt automatisch hier mehrfach drin sind? Ach, ich weiß es nicht. Dann ist ja das eigentlich am besten da, ne? Wenn man da mal rechts reinguckt. Okay. So, dele. Das ist ja sau wenig Präzision da. Irgendwie wird das da links gar nicht angezeigt. Aber Schaden um 15% bin ich eigentlich ganz cool. Die Präzision ist eigentlich schon ganz geil. Eigentlich brauche ich das alles gar nicht. Ja, dann machen wir mal Präzision, wa? Okay. Ach ja, macht das keinen Spaß. Irgendwie macht das Upgraden nicht so Spaß, finde ich. Aber naja, da haben wir ja nur die beiden, ne? Ja, dann müssen wir das so lassen. Ja, die Schredder-Mod soll ja ganz cool sein, habe ich schon gehört. Ich mach die einfach mal irgendwo rein. Ah, ne, die ist schon drin. Präzision ist bei der Waffe eigentlich gar nicht so schlecht. Glaube ich. Ne? Ja, gut. Dann nehmen wir mal das. Ja, dann Präzision und Schaden, wa? Ja. Das ist immer gut, Präzision und Schaden. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was hier natürlich das Beste ist und so, ne? Alles ein bisschen schade. Hier kann ich mir... Achso, hier kann ich mir die Waffen kaufen. Ich verstehe. Okay. Und da drüben kann ich mir die Upgrades dazu kaufen. Okay. Vielleicht ein andern Mal. Ach, hier habe ich jetzt nicht so die Lust zu. So, was können wir nochmal machen? Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mal mehr. Deswegen können wir mal ein bisschen mit den Typen quatschen. T'Chaka hat mich an die Wüste in meiner Heimat erinnert. Die Eidechsen und Würmer sind zwar größer, aber sonst. Das ahnt uns so. Toll. Der hat ja nie so wie zu sagen. Naja. Gut. Dann reden wir mal am besten mit unserem guten Kollegen, dem Garrus. Weil ich gerade überlegen muss, wo der ist. Ich glaube im Crewdeck, ne? Können wir mit allen so ein bisschen reden. Irgendwas war auch noch mit Liara, also Liara. Irgendwas muss ich mit der noch machen. Wurde mir gesagt, was war denn das noch? Das können wir mal ganz schnell machen. Haben wir neue Techniker für den Tiegel gefunden, Glyph? 5 ehemalige Wissenschaftler von Sonex Industries.
Keine. Offiziell werden sie immer noch wegen Unterschlagung proteanischer Technologie vom Rat gesucht. Mhm. Und sie spielten wohl bei dem illegalen Krieg eine Rolle, den Zonex auf Garok angezettelt hat. Der Rat wird sie bestimmt amnestieren, wenn sie dafür beim Tigel helfen. Gib diesen Wissenschaftlern Straffreiheit und schicke ihnen eine Einladung. Sofort. Okay. Kann ich jetzt... Okay. Ich weiß jetzt zwar nicht, was es gebracht hat, aber es hat kein Geld gekostet. Hm, na gut. Was ist das hier? Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz. Ach du Scheiße. Ihrer Bündnispartner. Dr. Tesori hat ihnen Zugriff gewährt. Können wir hier ihre sämtlichen E-Mails lesen oder was? Das ist ja recht uninteressant. Vor allem kann ich gar nicht nach unten scrollen, wie mir das hier gesagt wird. Vor die Verarsche. Naja, gut. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern, ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Ach, so jung. Erst 109, was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur, weil Sie ihn noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Ich denke an Leute, an denen mir etwas liegt. Das hilft sehr. Schön, dass ich dazugehöre, oder? Aber natürlich. Es geht mir schon besser. Danke für den Besuch, Shepard. Wir reden später weiter. Okay. Hier können wir auch nochmal ihr Ding verwenden. Achso, nee. Sondern mal. Also ich habe das hier jetzt nicht so ganz verstanden, was das sollte. Habe ich jetzt einfach Kraftschaden gekriegt? Allgemein oder was? Dass ich einfach mehr Schaden mache. Na ja, gut. Dann soll es so sein. Ich würde sagen, wir reden noch schnell mit Garrus. Obwohl, wir können eigentlich auch nochmal mit Tully reden. Obwohl, sie sagt bestimmt eh nur, wir müssen jetzt hin, oder so. Verstehst du? Shepard, Sie wussten doch, dass die Geth eine Rolle in diesem Krieg spielen. Reaper alleine reichen ja nicht. Trotzdem schön, dass Tully da ist. Das alles hier ist auch Ihr Kampf. Meldungen von Palavin? Ja, und sie gefallen mir gar nicht. Die Kroganer können trotz voller Truppenstärke die Reaper nur bremsen, aber nicht aufhalten. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Neues von Ihrer Familie? Aber Primarch Victus wollte meine Meinung zur Flottenstärke nach Fertigstellung des Tigels hören. Es ist immer noch komisch, wenn mich jemand sowas fragt. Das fand ich ganz merkwürdig, der hatte gar nicht auf Shepards Frage geantwortet. Was haben Sie gesagt? Wir müssen irgendwann entscheiden, ob wir weiterhin Palavin verteidigen oder in die Offensive gehen wollen. Beides geht nicht? Nicht bei unseren Verlusten. Wie gesagt, es ist komisch für mich, sowas gefragt zu werden. Sie wissen, was Sie tun, Garrus. Bestimmt, das kann jeder sehen. Mag sein, aber man versucht ewig dazuzugehören und wenn es endlich klappt, ist es... anders als erwartet. Wie das? So viele Fragen und von jeder Antwort hängt immer gleich 1 Million Leben ab. Man tut sein Bestes mit den vorliegenden Informationen, genau wie bei C-Sicherheit. Sie haben recht. Aber langsam begreife ich, warum die Galaxie hin und wieder kaltherzige Diktatoren braucht. Sie setzen Dinge durch.
Und die Konsequenzen sind ihnen gleichgültig. Vermutlich brauchen wir das jetzt, Shepard. Eiskalte Berechnungen. Hier sterben 10 Milliarden, damit dort 20 Milliarden leben können. Sind wir dazu bereit? Sind Sie's? Wenn wir den Krieg auf Zahlen reduzieren, sind wir nicht besser als die Reaper. Schön gesagt. Ob wir uns daran halten können? Hm. Wir haben ein bisschen Ruf gekriegt. Gut, schaffen wir es noch mit irgendjemandem zu reden? Ich habe jetzt leider nicht genau auf die Uhr geguckt. Ich habe gerade so einen groben Wert, aber ich glaube, wir haben sogar schon die 20 Minuten. Unglaublicherweise. Hier ist der Dr. Chap. Gas! Hier haben wir ja genau. Wovon wir uns eins aussuchen konnten, aber ich glaube, ich bleib mal bei der panzerbrechenden Munition. Ah ja. Ja, ist alles nicht so toll für mich, ne? Also ich, ja, ich glaube, die panzerbrechende Munition ist so das Beste für mich sogar schon, ne? So, Kräfte neu zuweisen. Machen wir nicht, das ist total bescheuert. Hier ist gar niemand. Hm. Naja. Wir könnten ja eigentlich nochmal mit Edi sprechen. Oder wen haben wir denn überhaupt so am Start? Garrus Liara haben wir. Die ist mir scheißegal. James haben wir auch. Edi ist da vorne? Meine Güte. Ich traue mich ja gar nicht mit denen zu reden, wenn ich ehrlich bin. Oh, guck mal, da ist auch Legion. Warte mal, mit dem will ich jetzt mal reden. Weil, naja, sonst kommt wieder dieser Bug da in seiner Bude. Bei der Brücke. Und ich habe jetzt gerade nicht so den Nerv zu speichern. Das ist nämlich ganz anstrengend. So, wo soll der sein? Legion, wie er genannt wird. Ersatzzentrale. Okay. Legion. Ich nenne ihn mal Legion. Das hört sich wie cool an. Naja. Ist ja auch eigentlich... Das ist schon fast so schlecht eingedeutscht wie bei Mass Effect 1. Geht. Naja. Citadel sage ich zwar immer noch, aber... Eigentlich ist es ja Citadel oder so. Ich bin echt so blöd, dieses Wort auszusprechen. Ich war da früher immer schon so inkompetent für. Jetzt bin ich sogar noch mehr. Link zu Hackett. Nee, lass mal. Legion. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Guck mal. Shepard Commander, Sie haben sich Admiral Zens Versuch widersetzt, unsere Plattform zu konfiszieren. Sie hat genug angerichtet. Ihre Unterstützung wird registriert. Sie sagen, Geth-Jäger bedrohen die Lebensschiffe der Quarianer? Feindliche Geth-Jäger sollen die Verteidigung der Lebensschiffe durchbrechen. Ihre Staffeln sind über einen Server auf Ranoch vernetzt. Wenn die Lebensschiffe beschädigt werden, verlieren die Schöpfer Waffen, Vorräte, Leben. Also zerstören wir den Server? Nein, dann würden die Geth-Programme auf andere Server übertragen. Sie sind nur direkt verwundbar. Die Entfernung von Geth aus diesem Server wird den Tod vieler Schöpfer verhindern. Wir werden sie bei dieser Mission begleiten. Wir reden später. Okay. Wir bleiben so lange hier. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war Mass Effect 3 für heute. Im nächsten Part gucken wir mal, vielleicht reden wir nochmal schnell mit Edi. Ich muss mal gucken, dass ich da einen Save setze irgendwie und nicht so diesen dummen Bug auslöse. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und ich denke, wir werden die Prioritätsmission machen, sofern es nicht noch irgendeine wichtige Nebenmission gibt. Also Freunde, bis zum nächsten Part. Tschüss.